Haupttreiber der Regionalentwicklung, die ich aktuell sehe, das ist der Klimawandel, das sind die Präferenzen der Haushalte. Im Moment erleben wir eine Landflucht, eine Bewegung in die Städte. Große Triebkräfte sind der technologische Fortschritt. Wir erleben die Digitalisierung, wir erleben die Automatisierung, wir erleben Globalisierung, die asymmetrisch auf die Arbeitsmärkte wirkt. Und ein wichtiger Punkt, der unter den Treibern auch gesehen werden muss, ist die Wirtschaftspolitik, die nationale Wirtschaftspolitik, die asymmetrisch wirkt.